Okay, also, jetzt dürften wir eigentlich erstmal sämtliche Stromprobleme gelöst haben. Jetzt überprüfe ich nochmal, ob das... Oh, guck mal hier. Jetzt überprüfe ich nochmal, ob das wirklich alles so zusammenhängt. Das geht einmal hier hin und von da hier rüber. Hier drunter ist was. Ich habe auch schon rote Schnecken gesehen. Ich wette, rote Schnecken geben dann mehr von diesen Dingern. So, das geht da runter. Und geht hier in den Stromkreis, der dann da noch rüber fließt. Huch. So. Und das ist hiermit verbunden und das ist damit verbunden und von hier geht es noch hier hoch. Ah! Und dann hierhin ganz normal. Hier habe ich irgendwie doppelt und dreifach Maste hin, ma, ma, Mäste, Masten. Na, ihr wisst schon, die Mehrzahl von Mast hingestellt. Hier ist also auch alles damit verbunden. Ich weiß nicht, inwieweit das in das Gebäude hier noch reinläuft. Keine Ahnung. Also hier ist es auf jeden Fall noch verbunden miteinander. So, aber hier ist... Warum geht das hier nicht weiter? Weil hier Schrauben fehlen. Ja gut, die brauchen eine Weile. Ja gut, die habe ich ja auch leer gemacht. Ja, okay. Ich hatte doch hier letztens noch... Genau. Die Analyse von Mycelium ist abgeschlossen. Mycelium. Bitte wähle eine neue... Bla 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 bla. So, ich habe Gewebe erforscht. Was brauche ich dafür? Bamf. Oh Gott. Jetzt kann ich das benutzen und kann damit Fiber herstellen, also Stoff. Hier, Gewebe. Oh, dafür brauche ich auch noch Biomasse. Okay. Wie viel Biomasse brauche ich dafür? Fünf. Okay, machen wir ein bisschen Biomasse und ein bisschen Gewebe. Aber auch nicht alles, denn ich möchte auch noch Pilze aufheben. Oh, warte. Jetzt habe ich Gewebe und dieses Gewebe kann ich jetzt... Sieben Minuten, 10 Minuten. Dann nehmen wir erstmal das Gewebe. Und als nächstes werde ich dann auch noch mal Mycelium forschen. So, aber was mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen ist, jetzt mit diesem Jetpack habe ich ja Möglichkeiten, an Stellen ranzukommen, an denen ich, an die ich vorher nicht rangekommen bin. Was mir jetzt entweder die Möglichkeit gibt, ein paar Festplatten aufzusammeln, noch die auf dem Weg liegen. Und ich habe ja
Auf dem Weg zu den Ölinseln quasi. Oh shit. Ah. Wie durch ein Wunder ist nichts passiert. Okay. Dann werde ich das jetzt mal gar nicht weiter hinterfragen. Na, jetzt, wo ich diesen Jetpack habe, komme ich ja diese Treppen da viel schneller hoch und bin allgemein viel schneller da, wo ich hin will. Vielleicht kann ich ja hier und da noch eine Festplatte abgreifen und noch ein bisschen voranforschen. Mal ein bisschen abenteurermäßig unterwegs sein. Oh Gott. Ich weiß, dass es auch Stellen gab, bei denen man eine Gasmaske braucht und hasse nicht gesehen. Aber ja. Das werde ich jetzt erstmal ignorieren. Hui, oh Gott. So. Now we're on track again. Und das Schöne ist, wenn mir jetzt irgendwo ein Gegner begegnet, mit dem ich mich nicht befassen will, dann kann ich einfach wegfliegen. Oh Gott. Ein paar Absturzstellen habe ich nämlich von hier gesehen. You know? Ah. Ist da eine? Oder ist das eine Blume? Ich glaube, das ist eine Blume. Interessant auf jeden Fall. Da unten dieser Wasserfall, ne? Ich wette, da ist eine Höhle hinter. Aber darum kümmere ich mich jetzt erstmal nicht, weil ich jetzt erstmal hier oben bin. Ich komme von da unten bestimmt nicht wieder hier hoch. Von hier oben komme ich aber da runter. Indem ich ins Wasser springe, entweder. Es wird ein Spaß, wenn ich irgendwann diese ganzen Fließbänder wieder abbaue, weil ich einen Zug habe. Aber vielleicht baue ich das auch einfach nicht ab, sondern benutze das für Dinge. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Fernglas wäre ja auch mal sinnvoll. Da oben ist auf jeden Fall eine Absturzstelle, aber für die da oben brauche ich, glaube ich, Öl. Nicht Öl. Nen, Atemdings. Gasmaske. So. Ich sehe jetzt gerade nichts anderes. Das heißt. Huch. Geh weg. Das heißt. Das heißt, die Absturzstelle, na toll, die sehe ich mir mal genauer an. Oh je. Scheiße. Hier Legende einfügen.